Servus, ich grüße euch zu einer neuen Aufnahme. Und heute packen wir mal zusammen ein neues Paket aus. Und ja, ich würde es einfach mal in die Kamera halten. Tada! Das ist der neue Teufel Boomster. Ja, jetzt sagt man natürlich, gibt es noch einen, also gibt es wieder eine neue Generation. Und ja, tatsächlich. Es gab ja vom Teufel Boomster die erste Generation, dann die zweite, die ja mit einem Display mit dazu gekommen ist. Und jetzt gibt es die dritte Generation des Boomsters. Das ist, muss ich aber schon mal dazu sagen, zwecks Preis, muss ich sofort erwähnen. Es ist ein sehr großer Unterschied. Denn den alten Boomster, also von der zweiten Generation, kriegt man, glaube ich, aktuell auf Teufel für um die 220 Euro. Das Ding hier kostet 370 Euro. Ist ein bisschen viel mehr. Man muss aber dazu sagen, dass auch der Teufel Boomster damals, wo er veröffentlicht worden ist, auch, ich glaube, um die 300 Euro kam oder 350 Euro oder so. Von daher finde ich das jetzt okay. Na gut, eigentlich nee, okay, weil es ist ja praktisch einfach nur eine neue Generation. Da kann er jetzt nicht viel anders sein. Aber das stimmt tatsächlich nicht. Also der Boomster der dritten Generation soll doch schon deutlich stärker sein als der zweiten Generation, also auch vom Bass her. Denn bei der zweiten Generation des Boomsters gab es ja immer das Problem, dass der Bass nicht so richtig überzeugen konnte. Er war nicht schlecht, auf keinen Fall, aber es war nicht wirklich gut. Ja? Es hat immer so ein bisschen an Druck gefehlt. Und die Akkulaufzeit war jetzt auch nicht schlecht, keine Frage. Aber Akkulaufzeit hätte auch ein bisschen stärker sein können. Zudem auch die Verarbeitungsqualität. Weil, also ich meine jetzt damit, dass der Boomster schon so gut verarbeitet war, dass du halt schon dich ein bisschen um die Box kümmern musst, damit die auch schon noch gut aussieht oder gut bleibt, so wie sie auch aussieht. Das Problem war halt, sie war nicht wasserdicht. Und das war immer so ein bisschen ein Nachteil. Das Geile ist, der Boomster der dritten Generation ist jetzt auch IPX5 Spritz. Wasserdicht, also du darfst sie definitiv nicht eintauchen. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, am Pool hängst oder so, dann kannst du den auch neben dem Pool einfach hinstellen und schön entspannt Mucke anhören. Und ohne dass du jetzt Angst haben musst. So, ich würde sagen, wir packen das Ding jetzt einfach mal aus. Ich hoffe, man sieht nicht mal in DHL. So, ich mach das Ding. Oh, man braucht gar nicht mehr. Man kann es einfach aufkleben. Okay, das ist sehr intelligent gelöst vom Teufel. Ich kann ja schon mal ein paar technische Daten zu dem Teufel erzählen. Das lese ich aber jetzt nicht genau. Was ich schon mal erzählen kann, ist, dass die jetzt auch in den Boomster die Dynamod-Technologie mit reingebracht haben, was schon mal sehr interessant klingt. Weil die Dynamod-Technologie von Teufel ist immer übelst geil, weil die ja den Klang in den Raum verbreitert. Wir haben ja auch Zettel drin, die müssen wir auspacken. Mal gucken, was da so drin ist, außer Bedienungsanleitung, den ganzen Borg. Was ich dazu erwähnen soll, ihr habt 8 Wochen Rückgaberecht. Heißt also, ihr könnt die Box euch gerne holen und einfach mal testen, um zu sehen. Und dann sagen, jo, ich will den oder nicht. Habt ihr noch irgendeinen Scheiß, Follow Your Sound und so einen Quatsch? Nein, natürlich. Supportet bitte immer Teufel, die machen sehr gute Produkte. Ich weiß auf jeden Fall, dass die alte Boomster der Generation, der zweiten, die hat 50 Hertz, die geht auf 50 Hertz herunter und diese geht auf 44 Hertz herunter. Also ist doch schon mal ein großer Unterschied. Wir haben auch andere Töne, also ich glaube der Tieftöner ist sogar auch größer. Wir haben jetzt auch tatsächlich hier, wie man sehen kann, eine Fernbedienung mit dabei. Bei der zweiten Generation könntest du dir noch separat die Puck holen. Und hier ist jetzt tatsächlich eine Fernbedienung mit dabei. Ja, finde ich okay, finde ich ein bisschen altbacken. Da fand ich den Puck persönlich ein bisschen cooler. Aber ist ja Ansichtssache. Wir haben natürlich wieder ein Netzteil, ist ganz normal. Ansonsten ist da auch nichts mehr drin. Aber muss sagen, Verpackung und das ist sehr hochwertig, muss ich schon sagen. Also, und auch hier haben sie das Teufel-Logo mit reingearbeitet. Ziemlich cool. Ich bin einfach mal gespannt, wie der klingen wird, vor allen Dingen. Und hier ist der Booster. Wir packen ihn jetzt zusammen aus. Er ist noch verhüllt, erhüllt in so einer geilen, was weiß ich, Folie vor allen Dingen.
Sieht ganz geil aus. Also vom Gefühl her ist er kleiner, ist er aber auch nicht. Und das ist das gute Stück. Also ich muss sagen, ich finde das Design ziemlich geil. Also am Anfang fand ich den alten Boomster hübscher. Aber jetzt muss ich sagen, finde ich den ziemlich geil von der Optik her. Ich mache den jetzt so nicht an, da das Gerät schon sehr kalt ist. Es muss erstmal auf Raumtemperatur kommen. Ja, aber ansonsten seht ihr, wir haben auf jeden Fall ihr seht jetzt nicht mehr den Töner, der ist jetzt hier hinter dem Gitter. Ja, aber ansonsten von der Bedienung her eigentlich relativ gleich zum alten Boomster. Hier ist der Anknopf, dann habt ihr hier den Bassregler, wo ihr den Bass natürlich wieder einstellen könnt, Bluetooth. Hier könnt ihr wählen zwischen den einzelnen Verbindungen. Da habt ihr hier, wie gesagt, noch Play, Pause, lauter, leiser. Und hier könnt ihr dann die Sender einspeichern. Nur drei Stück an der Zahl. Ich habe gehört von anderen, dass die gerne mehr hätten. Weil beim alten Boomster gab es, glaube ich, 4 oder 5. Hier gibt es nur 3. Da sagen tatsächlich auch ein paar, jetzt plus noch 3 ist natürlich nicht so geil. Ja, kann ich nachvollziehen, aber ist mir eigentlich relativ egal. Hier hinten sieht er jetzt auch so aus. Also es sieht alles sehr einfach aus. Und vor allen Dingen qualitativ finde ich ihn irgendwie deutlich hochwertiger. Muss ich persönlich sagen. Ihr habt dann natürlich wieder die ganz normale Antenne. Also DAB-Radio hat das System trotzdem. Und das fühlt sich richtig geil. Dann habt ihr wieder Aux-In und Power. Und hier habt ihr eine Möglichkeit, euer Handy zu laden per USB, und hier gibt es noch also einen Mikroanschluss, Micro-USB ist das, glaube ich, für Updates. Die macht aber, glaube ich, nur Teufel. Ich glaube, selber können wir die nicht machen. Was natürlich jetzt Nachteil ist, wir können den Akku nicht mehr austauschen. Innerseits scheiße, andererseits aber nicht schlimm, weil der Akku ist trotzdem austauschbar, aber nur durch Teufel. Also ihr müsst euren Booster, falls Akkuprobleme gibt oder keine Ahnung, der Akku einfach von der Kapazität her einfach auf Null ist, könnt ihr das Produkt zu Teufel schicken und die ersetzen euch dann den Akku. Also immerhin funktioniert ja das ist schon mal nicht schlecht. Falls es noch mehr zu sagen gibt, das werde ich dann später erwähnen, ich weiß jetzt nicht alles. Was ich euch sagen kann, ihr könnt per Bluetooth, glaube ich, könnt ihr auch den Booster mit einem zweiten Booster koppeln, sodass ihr dann diese quasi wie bei JBL zum Beispiel zu zweit, also zwei Boomster gleichzeitig verwenden könnt. Ja, aber ansonsten, ich muss erstmal sagen, der Boomster sieht richtig cool aus. Also ich feiere das, die Optik übelst im Vergleich zum alten. Ja, aber ansonsten, ich lasse erstmal auf Raumtemperatur kommen. Wir hören uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. Da bin ich auch wieder. Und jetzt schauen wir uns noch mal ganz kurz den Boomster an im Detail und was er so für Funktionen hat. Ich meine, das ist eigentlich ganz easy erklärt. Um den einzuschalten, haltet ihr einfach für ein paar Sekunden, auch wie beim alten, die An-Aus-Taste gedrückt. Und dann hört ihr schon. Dann habt ihr wahrscheinlich schon gerade den Start-Sound gehört. Und das gab es, glaube ich, bei Teufeln noch nie. Und ich muss sagen, das klingt richtig gut. Also hier hat sich tatsächlich auch Teufel ein bisschen Mühe gegeben, um nicht einfach nur einen einfachen Startton zu kreieren, sondern auch etwas, was cool klingt. Das hat so ein bisschen Hans Zimmer Feeling. So, und dann geht das ganz einfach. Ihr habt wieder den Bassknopf, wo ihr mit natürlich auch wieder einstellen könnt, wie der Bass denn so sein soll. Ich empfehle euch trotzdem auch wie beim alten immer plus 3 dB. Das ist eigentlich perfekt. Da habt ihr einen guten Bass, der aber nicht dann zu übertrieben ist, aber auch nicht zu dünn. Dann habt ihr hier natürlich auch den Quellensucher wieder. Habt ihr DAB, FM, AUX, und dann natürlich, wenn ihr auf die Bluetooth-Taste drückt, habt ihr natürlich auch wieder Bluetooth. Und bei DAB übrigens nach Sender zu suchen, müsst ihr, glaube ich, die Vortaste gedrückt halten. Oder wie das war, habe ich zumindest eine Teufel-Anleitung gelesen. Okay, nee. Ich müsste mal die Antenne ausfahren, sonst funktioniert das überhaupt nicht. Also auch ganz wichtig ist bei DAB immer die Antenne voll ausfahren. So, jetzt kommt die Musik. Genau. Das ist aber Copyright. Mach das weg. Such schnell nach Sendern. Müsst also die Zurücktaste gedrückt halten und dann scannt er. Mir ist natürlich aufgefallen, dass doch ein paar
Sender hier fehlen. Und die DAB-Funktion ist wirklich cool. Also finde ich schon recht brauchbar auch mal. Ja, natürlich hört man meistens trotzdem über dem Handy an, aber da ja bei DAB über, keine Ahnung wie viele Sender, es gibt so viele Sender. Es gibt jetzt auch mittlerweile einen Sender, wo ihr übelst krasse Techno-Musik hören könnt. Und das ist schon ziemlich cool. Was jetzt auch cool ist beim neuen Boomster, dass ich das Display hier drinne, dass das sich jetzt auch bewegt. Dass es jetzt auch komplett alles anzeigt. Das war ja beim alten Boomster nicht so. Ich habe jetzt zum Beispiel Beats Radio und da könnt ihr richtig fette Beats an. Und ich habe keine Ahnung, ob das Copyright ist. Ich denke mal eher nee. Deswegen mal ganz kurz aufdrehen. So, ich glaube, ihr habt jetzt schon gehört, den ersten Eindruck, und es ist schon krass, was der Boomster so kann. Ja, also was soll ich schon was sagen? Ich werde jetzt keinen Soundcheck durchführen, das werde ich dann in einem anderen Video machen. Aber Leute, ich habe schon ein bisschen mit dem Ding ein bisschen rumprobiert, aktuell nur drinnen. Also draußen habe ich ihn noch nicht ausprobiert, da bin ich auch echt gespannt. Und ich sage euch, falls ihr den alten Boomster habt oder allgemein zum Überlegen seid, soll ich mir jetzt den neuen oder den alten holen, weil der Preisunterschied ist dort doch schon extrem. Ich sage euch Leute, kauft euch den neuen. Tut es. Scheiß drauf, ob ihr über 120 Euro oder so mehr ausgibt. Kauft euch den. Du hörst wirklich ganz normal Musik, zum Beispiel frühs. Ich habe die meistens immer auf dem Schrank stehen. Und das klingt einfach so wie, als wäre der Sound im kompletten Raum. Als würde sich der in allen Richtungen ausbreiten. Ja, das sollte mal ein kurzer Eindruck gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet euch das ein bisschen rüberbringen, was das Ding für einen Druck hat. Das ist absolut heftig. Um Copyright aus dem Weg zu gehen, mache ich das wieder aus und dann könnt ihr euch kurz noch schnell den Sound anhören. Jetzt habe ich da dazwischen geredet, aber ihr habt es schon gehört. Also, ja, was soll ich sagen? Abschließend zum Test, zum kurzen Test, einen richtigen Soundcheck, das kommt noch. Kaufempfehlung jetzt schon, kauft euch das Ding, kauft es euch und gut ist, wirklich, holt euch das, scheißegal, ob ihr das Geld nicht habt, holt euch das irgendwie. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kurze Test-Unboxing-Video gefallen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und ich würde sagen, Leute, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.